Klappe zu, Affe tot. Das ging mir zumindest manchmal durch den Kopf, wenn ich in Black Myth Wukong einfach gegen einen Boss verzweifelt bin und nicht weiterkam. Nein! Aber inzwischen habt ihr sicherlich mitbekommen, dass das Spiel einen phänomenalen Start hingelegt hat und auf Steam einen echten Hype ausgelöst hat. Während ich also auf der Gamescom unterwegs war, sind ganz viele von euch schon in den Genuss gekommen, aber ich musste die Woche geduldig abwarten und Spoiler vermeiden. Aber es ist endlich soweit, ich konnte selbst ausgiebig testen und verrate euch in dieser Review, ob sich der Abstecher in die mystischen Lande auch lohnt und was Black Myth Wukong eigentlich genau ist. Lustigerweise gab es für Creator, die Vorab-Keys zum Spiel erhalten haben, eine Liste an Don'ts, die sah ungefähr so aus. Weil ich kein Key bekommen habe und als kleiner Protestakt deswegen, werde ich jetzt jeden dieser Don'ts in dieser Review auch brechen. Lass uns loslegen mit Story und Charakteren. Die Welt von Black Myth eröffnet direkt mit einem Spektakel. Mit riesigen Kreaturen, einer heiligen Armee, Figuren, die je nachdem wie tief ihr euch mit chinesischer Mythologie und Literaturgeschichte auskennt, euch mehr oder weniger bekannt vorkommen können. Black Myth Wukong basiert nämlich auf einem der bedeutendsten chinesischen Literaturwerke, Journey to the West. Die gleiche Grundlage diente by the way auch für Dragon Ball und tatsächlich werdet ihr, so unterschiedlich die beiden auch sind, hin und wieder Parallelen feststellen können. Ich werde euch jetzt nicht erzählen, dass ich mich besonders gut auskenne in chinesischer Mythologie und Literaturgeschichte, aber dafür tut es Game Science. Man merkt nämlich echt an, wie hier tiefer Lore aufgebaut und genutzt wird, die, wie zumindest Leute berichten, die sich damit mehr auskennen als ich, echt authentisch und nah an der Kunst und Kultur Chinas dran sind. Für diejenigen, die in diesem Feld genauso wenig bewandert sind wie ich, kann ich das am besten vergleichen mit den God of War Spielen, die auch ein mythologisches Umfeld zum Leben erwecken. Nur ist es diesmal eben das Chinesische. Aber gerade weil ich mich so gar nicht damit auskenne, fand ich es umso faszinierender, diese Welt zu entdecken, auf Kreaturen zu stoßen, Bosse zu entdecken und Black Myth Wukong ist eines der wenigen Spiele, wo ich jeden Eintrag im Codex auch gelesen habe, weil ich diese Welt so genial fand. Ja, obwohl ich Journey to the West nicht gelesen habe, kann ich lesen. Die Charaktere, die ihr im Laufe eurer Reise trifft, sind fast immer ziemlich mysteriös zu Beginn, aber während sie euch begleiten, hier und da unterstützen und ihr euch fragt, was wohl deren Motivation ist, erfahrt ihr das Schritt für Schritt. Wer die Story verstehen will, für den lohnt sich aktives Zuhören. Ähnlich wie bei Souls-Spielen kann man nämlich auch das komplette Game absolvieren, ohne eine Ahnung vom Plot zu haben. Wenn wir schon das Stichwort Souls einbringen, dann können wir auch gleich zum Gameplay übergehen und für alle, die vielleicht noch ein bisschen verwirrt sind, hier mal ganz klar, Black Myth Wukong ist kein Souls-Game. Zumindest nicht im klassischen Sinne. Ja, richtig, es hat ein paar der Souls-Elemente, wie beispielsweise die Checkpoints, an denen ihr beim Sterben wieder spawnt, eine Stamina-Bar, die durch eure Angriffe und Ausweichmanöver verbraucht wird, begrenzter Heiltrank und natürlich den vergleichsweise hohen Schwierigkeitsgrad. Aber ihr verliert beim Sterben nicht euren Fortschritt. Ihr konzentriert euch auf eine Waffe und ihr hangelt euch an einem ziemlich komplexen, umfangreichen Skilltree entlang, der eure Kombos und Manöver im Spiel erweitert. Entsprechend ist Wukong eher ein Action-RPG mit Souls-Elementen, aber wie ihr schnell feststellen werdet, auch ein brutaler Boss-Rush. Das Game liefert zwar hier und da offene Areale, aber die meiste Zeit geht es ziemlich schnell und linear voran und ihr trefft auf einem Boss nach dem anderen. Insgesamt 91 Bosse liefert euch das Spiel und mit denen habt ihr echt ordentlich was zu tun. Die fordern euch nämlich einiges ab und sind allesamt Höhepunkte der Gameplay-Erfahrung. In diesen Bosskämpfen nutzt ihr eure Magie, euren Stab, Ausweichmanöver, Verwandlungen und alles, was ihr freischaltet, um gerade noch so über die Runden zu kommen. Aber mehr als nur einmal werdet ihr einen harten Kampf vor euch haben und sicherlich auch mal ganz frustriert sein. Aber genau dieser Reiz macht ja auch Souls Games so aus. Die Herausforderung, die Challenge zu meistern. Black Myth Wukong macht einfach so Spaß, da wünscht man sich wieder die Isolation der Quarantäne zu Zeiten von Covid-19 zurück, damit man mehr Zeit zum Zocken hat. Gleichzeitig verzichtet Wukong aber auf Elemente, die Nicht-Fans von Souls Games oft als nervig empfinden. Zum Beispiel der Verlust der Erfahrung, wie bereits erwähnt. Durch die lineare Struktur ist auch die Schwierigkeit besser gebalanced, was bedeutet, ihr braucht kaum Grindphasen, sondern arbeitet euch einfach von Stage zu Stage. Es gibt allerdings nochmal einen Sprung in der Schwierigkeit später im Spiel, was natürlich eventuell dazu führen kann, dass ihr auch mal an einem Boss stuck seid. Dabei ist das Kampfsystem ziemlich dynamisch, erlaubt euch aggressive Spielen und ist meiner Meinung nach auch sehr einsteigerfreundlich. Gerade für das Ausweichen habt ihr echt viel Spielraum, denn so knapp wie beispielsweise bei einem Elden Ring sind die Iframes nicht. Hinzu kommen die verschiedenen Kombis, die ihr mit eurer Magie und den Verwandlungen bewirken könnt. Auch das Leveln geht gerade zu Beginn so flott, dass ihr unglaublich schnell ein echtes Portfolio an Skills aufbauen könnt. Was sind denn so ihre Fähigkeiten? Also zu meinen Stärken gehört der Punishing Downpour, der
Deadly Dance, der Immobilitätszauber und ich kann sehr gut mit meinem Stab umgehen. Sind Sie geübt darin, in einer dynamischen Umgebung schnell Herausforderungen zu bewältigen? Definitiv. Für den Tiger Vanguard habe ich auch nur eine Stunde gebraucht und mich diese Herausforderung gestellt und dabei nur einmal geweint. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ganz klar an der Spitze der Karriereleiter, also Affenkönig. Das einfach verständliche Progression-System macht es auch simpel für Neueinsteiger, ihren Bild zu basteln, ohne riesige Sandbox an Waffen und Rüstungen. Buffs sind simpel, aber nützlich und ihr dürft eure gesetzten Skillpunkte sogar jederzeit frei neu verteilen. Wukong setzt sich also irgendwo in die Mitte zwischen klassischem Souls und eben Action-RPGs und mischt diese Elemente zu einem neuen Spiel zusammen, das Fans von beiden Seiten abholen kann. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob Black Myth Wukong ein Souls-Game ist oder nicht, aber das ist nicht Sinn meiner Review. Ein paar Elemente sind drin, ein paar eben nicht. Wo man aber nicht streiten muss, ist die Optik. Es wird euch bis hierher vermutlich aufgefallen sein, aber Black Myth Wukong sieht die meiste Zeit umwerfend schön aus. Das gezeigte Gameplay ist auf eine PlayStation 5 aufgenommen, die im Balance-Modus läuft. Beeindruckende Vistas, hochdetaillierte Umgebungen und insbesondere die Effekte sind auf Top-Niveau. Während dem Prolog schon saß ich mit offener Kinnlade da. Der Vergleich mit Dragon Ball drückt sich bei diesen Cutscenes einem auch echt wieder auf. Game Science holt aus der Unreal Engine raus, was geht, und gerade die Partikeleffekte sind toll eingesetzt und heben das gelungene Character Design der Künstler nochmal hervor. Die Boss-Arenen sind nicht nur grandios, die Bosse selbst auch. Teilweise nutzen sie die Arenen im Kampf mit oder die Stage verändert sich, ihre Movesets und Animationen sind beeindruckend, erlauben aber auch wegen ihrer Präzision das gute Erlernen der Ausweichtimings. In den Cutscenes wird dieses Level nochmal aufgedreht, denn hier werdet ihr teilweise mit Anime-Level an Kämpfen beglückt, was auch manchmal im Gameplay passieren kann, wenn euch der Gegner erwischt. Dieses hohe Level hält auch der Sound. Der 3D-Sound der PlayStation kommt bei entsprechender Ausstattung gut zur Geltung und man hat teilweise wirklich das Gefühl, in einem Wald zu hocken, während Vögel um einen rumzwitschern. Die englische Synchro ist mir allerdings dann teilweise doch etwas störend aufgefallen. Mit der Qualität anderer Spiele kann hier nicht mitgehalten werden, aber ich werde vielleicht mal aus reiner Neugier die O-Ton chinesische Fassung anhören. Dafür holt die Musik wieder alles raus. Die musikalische Kulisse finde ich gerade besonders gelungen, egal ob Stellen mit Gesang oder einfach nur der Ambient-Sound oder sogar die Titelmelodie im PlayStation 5-Menü. Dank authentischer Instrumente klingt der Sound für mich perfekt nach den asiatischen Ländern, zumindest wird diese mentale Brücke schon bei den ersten Tönen geschlagen. All dieser Production-Value hat aber auch einen Nachteil, der zwingt die PlayStation 5 nämlich ganz schön in die Knie. Genau wie Tencent die Gaming-Industrie. Ah nee, Moment, die haben ja den Sustainability Award auf der Gamescom gewonnen. Auf der PlayStation-Konsole könnt ihr euch auf Drops in der Framerate, spätladende Texturen und Lichteffekte einstellen. Auch Soundaussetzer haben wir feststellen können, dafür aber keine Game-Breaking-Bugs. Der Motion Blur in den Standardeinstellungen ist ziemlich stark und im Qualitätsmodus ist die Framerate für so ein effektreiches, schnelles Spiel kaum mehr zu gebrauchen. Auf dem PC kann die Sache schon anders aussehen, je nachdem wie gut ihr ausgestattet seid. Perfekt ist es dadurch allerdings nicht. Unser Editor Jay hat die PC-Version gespielt und berichtet insbesondere davon, dass bei AMD-GPUs noch nicht alles rund läuft und sogar Abstürze regelmäßig auftreten. Bei anderen Herstellern ist das etwas besser, allerdings werdet ihr auch da nicht an Rucklern vorbeikommen. Das bedeutet also, dass Black Myth Wukong gerade im Punkt Technik echt noch zu kämpfen hat, aber lasst uns jetzt langsam mal ein Fazit ziehen. Ich darf ja den Punkt Nudity nicht verpassen auf der Liste, deswegen hier noch etwas, was dazu passt. Black Myth Wukong ist, und man kann es nicht anders sagen, einfach klasse. Es vereint eine Vielzahl an bekannten Elementen zu einem großen Ganzen auf eine Weise, dass sich wirklich alles fügt. Das Kampfsystem macht schnell Klick, ist belohnend, aber schwierig. Design von Story bis hin zur Umgebung und den Charakteren ist einfach genial und all das mit einer atemberaubenden Atmosphäre. Und ich meine wirklich atemberaubend. Wer Spaß hatte an Stellar Blade, Elden Ring, Devil May Cry, God of War, Sekiro, Lies of P, Nioh, Ghost of Tsushima und so weiter, wird auch hier echt Spaß haben. Und weil ich ja noch potenzielle Player des Spiels beleidigen muss, hier noch: Spiel gefälligst Black Myth, du Penner! Das war unsere Review zu Black Myth Wukong. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Support in Form eines Likes oder Abos freuen. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.